Herzlich willkommen, ihr lieben Salzwasser-Aquarianerinnen und Aquarianer. Ich bin der Robert, hinter der Kamera ist die Claudia und bei mir ist der Martin. Und wir sind heute in Degingen, das ist in Baden-Württemberg, kurz vor Ulm. Ja, dieses Aquarium ist vor kurzem vom Tobias Neier schon verfilmt worden. Allerdings ist da der Fokus eher auf Schnitt und Englisch gelegen, glaube ich. Nichtsdestotrotz, ich habe Martin auch schon mal gefragt, ob wir es drehen dürfen. Er hat gesagt, ja, wir dürfen. Und jetzt machen wir das. Und wenn euch das interessiert, dieses Mega-Aquarium, dann bleibt dran. Wir sehen uns gleich wieder. Jawohl. Vielen Dank für die Einleitung, Martin. Es ist ein äußerst außergewöhnliches Aquarium, aber damit hast du nicht angefangen. Wie lange machst du denn das Hobby allgemein schon Meerwasser? Schon etwa so seit 2004. Also 16 Jahre jetzt. Ja. Und ich davor auch schon lange Süßwasser. Also Aquarianer schon seit sehr langer Zeit. Vom Beruf machst du IT-Sachen? Genau, Informatik. Kann man nachlesen. Du bist einer derjenigen, wo ich sage, so gut gepflegten Blog sieht man selten oder so viel Informationen, die man findet. Finde ich ganz, ganz toll. Du bist lange auch im Meerwasserforum aktiv gewesen. Ja, jetzt erzähl mal, dein erstes Becken war im Würfel, glaube ich. Genau, das war so ein kleines Fertigset, mit dem ich angefangen hatte. Und auch ganz simpel dann mit Weichkorallen, wie die meisten anfangen. Ja. Waren, glaube ich, 250 Liter oder sowas um den Dreh. Aber so für den Einstieg war es richtig gut, noch so richtig mit den alten Lampen, wie man es halt hatte, die ganze Wohnung geheizt haben. Also HQI-Lampen? Genau. Damals? Ja, ja. Ja, coole Geschichte, ne? Ja gut, irgendwann kamen ja dann die T5-Lampen, das war ja also Anfang der 2000er, glaube ich. Aber vorher waren es einfach HQIs, ne? Genau. Ja. Ja, dann hast du, das war ja nicht das einzige Becken, sondern, erzähl mal ein bisschen. Also dazu hatte ich zu der Zeit noch mehrere Süßwasserbecken, eigentlich die ganze Wohnung vollstehen. Und im Umzug nach Esslingen, so 2009, kam dann aber das große Meerwasser-Aquarium, wo ich dann die Süßwasser alle aufgegeben habe, weil das Meerwasser einfach das ist, was ja für uns allen ja den meisten Spaß macht. Und genau, da ging es dann mit einem 2-Meter-Becken los in Esslingen und kennen vielleicht auch einige die Bilder noch und die Videos, dass dann auch über 6 Jahre dieses Stand richtig schön zugewachsen ist. Ja, das stimmt. Und jetzt kommt natürlich dann der Punkt, wie kommt man dann auf die Idee, wirklich so ein großes Aquarium zu machen? Vielleicht erstmal, dass wir die Größen nennen. Sagen wir die Maße des Beckens? Also das Hauptbecken an sich ist 3 Meter auf 1,50 Meter auf 75 Zentimeter. Genau. Und das sind etwa 3.300 Liter. Und im Keller hat es dann noch einen Technikabteil, das sind dann noch mal etwa 1.000 Liter. Ja, also etwas über 4.000, gesamt 4.300 Liter, glaube ich. Ne? Genau. Ja, es ist, ich weiß gar nicht, ich hab ja das Video vom Tobias gesehen. Ne? Wenn du jetzt selber davor stehst, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja, das sagen lustigerweise wirklich alle. Das ist unglaublich. Dass es ganz anders wirkt, allein schon, wenn du halt davor stehst. Also ich muss gestehen, ich hatte am Anfang, wie es geklebt wurde, also es wurde hier vor Ort geklebt, dann auch etwas Bedenken wegen der Größe. Ich hatte es teilweise sogar noch größer geplant, aber wie man da davor steht, denkt man doch, okay, das reicht wirklich. Das stimmt. Also wir müssen ja eins mal bedenken, ne? Also sowas kann man sich nicht einfach in seine Wohnung stellen oder in sein Haus. Das muss natürlich, du weißt das jetzt wahrscheinlich auch besser wie ich, das Ding hat Gewicht. Genau. Also wir reden jetzt hier von 3,5 Tonnen jetzt nur an Wasser. Genau, genau. Also wir haben so etwa 700-800 Kilogramm Glas. Dann kommt natürlich noch der Aluminiumunterbau dazu. Der ist jetzt relativ leicht, aber trotzdem hat er auch sein Gewicht. Wir hatten jetzt dem Statiker 4,5 Tonnen, glaube ich, genannt als Gewicht. Puh. Da muss einiges gemacht werden für, glaube ich, ja. Genau. Es ist, wie soll man das sagen? Also wir hoffen natürlich, dass wir es auch gut einfangen können. Gerade diese 1,50 Tiefe, die machen es, glaube ich, aus. Und wenn man sich das so anguckt, ne, in diesem Raum ist tatsächlich das Aquarium der Fokus und nicht der Fernseher. Genau, richtig. Punkt, genau. Das ist so. Also es ist aber letzten Endes ein Raumteiler, so muss man das sagen, auch wenn es natürlich ein sehr großer Raumteiler ist. Ja. Nee, aber das hatte ich mir eigentlich schon immer gewünscht, dass man halt das Aquarium wirklich von allen Seiten sehen kann. Das fand ich in Esslingen immer sehr schade, obwohl es schön bewachsen war, hattest du halt immer nur die Front- und die Seitenansicht. Nie die Möglichkeit, das von allen Seiten zu sehen. Deswegen wollte ich auch unbedingt diese 1,50 Meter, damit man halt wirklich auch Platz zum Gestalten hat und auch allein schon, dass sich eine schöne Kreisströmung ergibt. Ja. Überhaupt, weil du sagst Gewicht, du hast sowas ja wirklich
von Grund auf geplant. Und wie du mir gerade gesagt hast, du hast selbst den Steinaufbau geplant. Genau. Also schon vorab, als die Maße dann klar waren, hatte ich mir ein bisschen überlegt, was ich alles an Tieren halten möchte, wie ich die dann vom Licht her positionieren kann. Und darunter habe ich dann eben unter den 6 Kessellampen, die jetzt drüber sind, hatte ich dann so ein bisschen den Steinaufbau geplant. Das Ganze natürlich auch, wie ich schon gesagt habe, wegen der Kreisströmung, dass es halt auch ein bisschen so angeordnet ist, dass möglichst wenig Widerstand ist, dass sich eine schöne Strömung ergibt. Ich glaube, dass, also ich meine, du hast ein wunderschönes Mischbecken. Hättest du sowas jetzt in SPS und die Stücke werden alle groß, glaube ich, wird es schwierig, das Becken ordentlich zu beströmen, weil richtig, die SPS dann ganz schön vermindert. Ja, also es liegen auch tatsächlich schon ein paar neue Pumpen drunter, weil momentan sind das wirklich nur 2 MP40. Da sagt jeder, das ist einfach viel zu wenig. Das stimmt auch, am Anfang ging das super, jetzt geht es gerade so noch, kommen aber noch 2 MP60 dazu. Ja, ich sehe so, man muss ja einfach nur gucken, weil du hast, das ist ja der Vorteil von einem Mischbecken, dass du eben auch Tiere hast, die sich bewegen. Und man sieht zum Beispiel bei vorderen Gorgonien, siehst du schon noch ganz klar Bewegungs-, ja, dass es sich halt bewegt. Nochmal kurz zum Licht: 6x Kessel AP700, genau. Hat jede 185 Watt. Also, du hast auch sehr auf den Energieverbrauch des ganzen Aquariums geachtet. Ja, klar, also bei der Größe geht es gar nicht ohne, weil allein über Licht kannst du ja schon so viel Strom verbrauchen. Das muss ja auch von den laufenden Kosten ein bisschen im Rahmen bleiben. Das stimmt. Laufen deine, auf wie viel Prozent lässt du die laufen? Also normalerweise laufen sie nur einmal abends so auf 80%, steigen so ab 13 Uhr etwa an und fallen dann wieder bis um 1 Uhr auf 0 ab. Okay. Wahnsinn. Ich bin immer, das ist eine 1,50 ist einfach, das ist einfach grandios, das muss man sagen. Ja klar, vor Ort verklebt, ne? Ja. Nicht schlecht. Den Aluminiumunterbau, den zeigen wir natürlich auch, ist ja ganz klar. Und wir gucken uns auch später dann die Technik dazu an. Wie hast du das mit dem Steinaufbau gemacht? Was hast du für Materialien verwendet? Sind das künstliche Steine oder sind es lebende Steine? Nee, das sind in dem Fall tatsächlich tote Riffgesteine. Mhm. Da hatte ich das Glück, dass mir ein Händler einfach 4 große Kisten hingestellt hat, aus denen ich mich dann aussuchen durfte. Da bin ich dann halt, also nach dem Plan, den ich eben vorher am PC schon gemacht hatte, habe ich mir schon mal grob rausgesucht, was ich haben möchte. Und dann ist man natürlich eine Ewigkeit drin gestanden und hat gepuzzelt. Okay, also richtig. Und wie hast du die zusammen? Hast du die zusammengestellt? Das ist ja verklebt. Das sind nur zusammengestellt, genau. Also zusammengestellt. Ich habe im alten Becken schon das immer mit Riffzement verklebt. Wollte ich hier aber nicht mehr haben, weil ich es einfach... Nicht mehr raus, genau, das ist einfach unpraktisch. Wenn du hier irgendwas hast, was dir nicht gefällt, nimmst halt einfach den kompletten Stein raus, kannst den sauber machen, kannst was abbrechen und so. Ist einfach viel geschickter zu warten und das geht eigentlich auch so drin. Ja, und wenn ich das mal so sagen darf, das sind ja... Ja, so Block, also ganz hinten hast du einen größeren Block, dann hast du 2 kleinere dazwischen, hier wieder einer etwas höher geht, also sehr geschmackvoll vom, ich finde so vom Riffdesign her ist das echt sehr, sehr gut gelungen. Also ja, das war so ein bisschen die Idee auch allein von den Anforderungen für die Tiere. Also natürlich da, wo später mal SPS oder Acroporas vor allem hin sollen, da ist das Ganze ein bisschen höher, um eben näher an das Licht zu kommen. Ansonsten für die Zoas, für die SPS und so weiter sind dann die flacheren Bereiche und in der Mitte dann eben nochmal eine Insel, wo eigentlich nur für, die eigentlich nur für Anemonen gedacht ist. Richtig. Man sieht hier natürlich auch Spots. Ne? Wenn man ganz vorne guckt oder ganz hier hinten, siehst du diese Spots und da wäre natürlich der optimale Platz für die SPS. Genau. Und die es nicht so viel brauchen, naja, die kommen auch so zurecht. Du hast viel Sand drin. Finde ich toll, ich liebe Sand, auch wenn er manchmal Probleme verursacht, muss halt gepflegt werden wahrscheinlich. Ne? Genau, also ich mag Sand auch, ich finde es einfach natürlicher. Hat natürlich auch was, wenn die Bodenscheibe dann schön bewachsen ist, aber das dauert bei der Größe halt ewig. Deswegen habe ich mich dann doch für Sand entschieden, allerdings eine deutlich dünnere Schicht, als ich früher immer hatte. Ja. Also hier im ganzen Becken sind es dann, glaube ich, auch nur 80 oder 100 Kilo gewesen. Mhm. Das hatte ich damals in dem Becken in Esslingen schon allein auf die 2 Meter Größe das Gleiche und das war dann tatsächlich ein bisschen viel. Ja, muss halt eigentlich müsste man ja alle 1-2 Wochen da mal rein, ein bisschen sauber machen, ja, aber gut. Wobei ich sagen muss, also jetzt dadurch, dass das nur eine relativ dünne Schicht ist, dadurch, dass ich grabende Grundeln habe, Seesterne grabende, geht es eigentlich ganz gut. Also man sieht jetzt momentan schon ein bisschen, dass sich ein bisschen Algen bilden, aber normalerweise ist es eigentlich relativ schön heller Sand. Genau. Wie lange steht das Becken jetzt eigentlich?
Also das Becken an sich steht schon relativ lange. Wir hatten dann aber noch Probleme mit der Elektrik und so weiter. Also gefüllt richtig mit Salzwasser ist es erst kurz vor der Messe von der Fisch und Reptil gewesen, also seit Dezember letzten Jahres. Okay, also muss man dazu sagen, wir nehmen auf im Juni. Das heißt so im 7. Monat circa. Genau. Okay. Ja, es ist einfach eine schiere Größe, die man schwer so sehen kann. Aber es ist einfach Wahnsinn. Es ist echt heftig. Und was jetzt, weil wir gerade beim Sand waren, welchen Sand hast du benutzt? Ist es ein natürlicher Bodengrund oder ist es ein... Nee, das war diesmal natürlicher. Letztes Mal hatte ich einfach so abgebauten Aragonit. Diesmal war es normaler Sand. Man sieht dann auch tatsächlich so ein bisschen Muschelstücke und so. Bin mal gespannt. Bis jetzt habe ich eigentlich ganz gute Erfahrungen damit. Okay, ja, geht mir ähnlich. Also das ist, die bringen natürlich alles mit, was im Meer ist, also auch Phosphat und so. Aber das ist ganz gut, wenn man am Anfang ein bisschen eine Quelle auch einbringt. Und es ist oft so, dass Todesgestein dann dazu zieht, dass alles weg ist. Ne? Ja, wobei bei mir war es genau das Gegenteil. Also Phosphat hatte ich ein Riesenproblem. Ja, okay. Durch die toten Steine, obwohl die gut gereinigt waren, hatte ich am Anfang etwa 2 Milligramm, also wahnsinnig viel. Ja. Ziehe immer noch das runter. Also ich bin jetzt bei 0,2, aber es ist immer noch ein bisschen viel. Ja, das stimmt. Es kommt auf die Qualität der Steine an. Wenn da natürlich vorher was eingelagert wurde, weil derjenige natürlich jetzt nicht so drauf geachtet hat. Ja, wobei die waren jetzt schon frisch vom Händler. Das heißt, der sagte mir eigentlich auch, es gäbe keine schlechten Erfahrungen damit. Mhm. Ich kann es jetzt auch nicht hundertprozentig natürlich auf die Steine schieben, kann auch aus dem Sand kommen. Man weiß es nicht, aber ich tippe eher mal auf die Steine. Ja. Wenn es abgebautes Gestein ist oder normal irgendwo drin und wieder getrocknet, ja, dann ist das so. Ich gibt ja so Mittel und Wege, wo man versucht, das zu minimieren. Hast du es nur gewässert oder hast du richtig gereinigt mit? Also das war schon gereinigt, war sogar, also das war wirklich strahlendes Weiß. Ich habe es dann auch noch ewig in Osmosewasser gebadet, dann noch ein bisschen mit Salzzusatz lange drin gehabt, schon mit Strömung, bevor ich überhaupt Salz aufgesalzen habe. Hat leider trotzdem alles nicht geholfen. Okay, also musste leider Phosphatabsorption betreiben. Genau, also in dem Fall hatte ich da Lanthan verwendet, weil das halt einfach bei den Mengen, die da drin stecken an Phosphat, die geeignete Möglichkeit war. Das stimmt. Ja, ein gutes Thema ist natürlich auch deine Fischgesellschaft. Weißt du aus dem Kopf, wie viele Fische du circa drin hast? Ich müsste zusammenrechnen, aber es waren irgendwo so um die 70. Genau. Um die 70, ne? Du hast alleine hier das von diesen Leuchtaugenbarschen 20, Chromis glaube ich auch 20. Genau, Chromis viridis 20, dann ja. Von den Antias nochmal 15. Das sind 55, ne? Und dazu kommen die Doktoren, ein paar wenige Lippfische. 4 Grundeln noch, genau. Ein PZ-Fisch ist drin, genau. 4 Grundeln hast du, die Pfeilgrundeln. Und ich habe gesehen, du hast auch einen kleinen Bicolor-Kaiser drin. Genau. Zu den Docks. Gibt es unter den Docks eigentlich Streitereien? Wer ist der Boss? Also der Boss ist eindeutig der arabische Doktor. Der ist natürlich auch der größte und bei weitem auch der aggressivste und schwimmfreudigste. Ja, ansonsten läuft aber eigentlich ganz gut. Also man sagt ja auch immer, der Lineatus wäre sehr aggressiv. Der ist noch kleiner, ne? Der ist inzwischen schon recht gewachsen, den habe ich viel kleiner noch reinbekommen. Aber erstaunlicherweise vertragen sie sich echt gut. Ja, ich wundere mich. Der Weißkehl ist ja auch ein Tier, was immer dazu neigt, unbedingt Chef sein zu wollen. Aber hier scheint er keine Schnitte zu kriegen, aber ist auch nicht krank. Der steht gut da. Also alles in Ordnung. Ja, wobei man sieht schon, also er ist zerrupft. Er ist ein bisschen zerrupft. Also manchmal versucht er es schon noch. Und wenn er sich dann besonders aufregt, gibt es dann leider auch ein paar Pünktchen, trotz Ozon und UV. Ja, genau. Ich freue mich jetzt schon auf die Technik, die wir uns jetzt gleich angucken werden. Ja. Tolle Fischgesellschaft, finde ich richtig klasse. Da kann man sich echt austoben. Wahnsinn. So, wir sind jetzt im Technikraum. Du hast auch das große Glück, ein großes Haus zu haben, wo man das eine Etage tiefer machen kann, so wie es eigentlich auch sein sollte in so großen Aquarien. So ist es ja auch geplant. Also das Haus ist ja quasi ums Aquarium herum geplant. Ja, das dachte ich mir schon, weil anders kann das gar nicht sein. Also so ein 3,5 Tonnen Gewicht, ich glaube mit 4,5 habt ihr kalkuliert, ne, oben. Genau. Das muss natürlich gehalten werden. Ja, das ist dein Filterabteil, alles mit großen Kunststoffwannen. Genau. Großer Abschäumer, was für eine Marke, wenn ich fragen darf? Das ist H&S. Ein alter H&S noch? Genau, ja, also den habe ich lustigerweise auch gebraucht bekommen, relativ günstig und tut klaglos seinen Dienst. Wunderbar.
Ansonsten, du hast die komplette Verrohrung selber gemacht? Mhm, genau, also bis auf das Glas verkleben, das Aquarium an sich kleben, hatte ich eigentlich ziemlich alles selber gebastelt. Ja. Wenn ich fragen darf, du betreibst, also du hast hier zwei starke Sitzschippungen drin, ich glaube, das sind die 9er, ne? Genau, sind die immer so 10.000 Liter, 9.000 Liter. Also 9.000 Liter sind sie angegeben, aber man muss auch bedenken, natürlich ist das eine ganze Strecke nach oben und ich habe sie auch nicht immer volllaufen, weil es ist eigentlich so ausgelegt, dass es eben redundant ist, also sprich zwei Pumpen, die auch alleine den Kreislauf schaffen würden. Ja, also letzten Endes geht es ja nur darum, Wasser von unten nach oben zu bringen. Und die machen jetzt nicht die Hauptversorgung oben im Becken. Genau. Aber da wird trotzdem noch einiges ankommen. Ne? Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Gut, ich sehe, du hast, so wie manche andere auch, ein bisschen Zeolith in einem Filter und Kohle. Genau, das ist dann zweimal Kohle, die wird dann einmal im Monat ausgewechselt, etwa einmal so ein Kilo. Ja. Genau. Gut, du machst da Wasseraufbereitung, wie alle wahrscheinlich, mit Harz hinter der Osmoseanlage. Genau, ganz normal. Genau. Ja, ansonsten sehe ich, wenn ich in die Ecke gucke, Mensch, was ist das für ein Vlies? Genau, das hatte ich bei Fauna Marien bestellt, war dann aber nicht ganz klar, dass das so ein Riesentrumpf ist. Und das hätte dann gerade noch so ins Auto gepasst, aber ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja länger wie ich. Also wenn ich jetzt daneben liegen würde, wäre das erst dicker und länger wie ich. Ja, ja, also wir sind dann auch im Klo zusammen und Dennis draufgesessen und haben das versucht irgendwie klein zu kriegen und dann ins Auto zu kriegen. Ja, cool. Also das ist natürlich auch stark. Was hast du hier? Hast du hier so ein bisschen Algenzucht? Genau, also das ist so eine Box mit, glaube 65 Litern und hat alles mal mit so einer Handvoll mit Drahtalgen angefangen. Mhm. Die anderen Algen hatte ich noch aus dem kleinen Aquarium und die haben sich schon schön vermehrt und ich entnehme dann halt immer ein bisschen. Ja. Aber bei den hohen Phosphatwerten, die ich eben anfangs hatte, waren das auch lang nicht ausreichend. Ja, das stimmt. Ansonsten, du filterst... filterst du über einen Fließfilter direkt oder ist das einfach eine Schicht? Das ist einfach nur ein Stückchen im Bogen Vlies, den ich mir zurechtschneide, immer reinlege, Austausch, fertig, genau. Alle paar Tage? Das kommt drauf an, wenn jetzt die Grundeln wieder sehr aufwühlen, dann schon so alle vier Tage, sonst reicht es normalerweise einmal die Woche. Okay, und an so einen richtigen Fließfilter noch nicht dran gedacht? Doch, das wollte ich mir irgendwann mal selber bauen, weil ich die Sachen gerne auch mal versuche selber zu bauen. Ich habe hier auch schon zum Beispiel einen Raspberry Pi für die Steuerung liegen, ist leider aber auch noch nicht fertig, ist bisher auch nur ein Prototyp gewesen, mehr noch leider nicht. Ja, also das ist hier der Traum eines jeden Aquarianers, dass man sich hier wirklich austoben kann, was die Filterung angeht. Ich sehe noch, hast du einen Kalkreaktor angeschlossen? Genau. Ja, ich sehe da unten einen von Grotech, daneben die CO2-Flasche. Kommst du damit hin mit der Versorgung oder musst du ergänzen? Nee, komme ich locker mit hin. Im Gegenteil, ich muss sehr aufpassen, dass ich nicht auch nur eine Blase CO2 zu viel nehme, weil sonst schießt mein KH gleich in die Höhe. Ja, okay. Ja, das ist doch wunderbar. Also mit dem Gerät versorgst du das ganze Becken momentan. Genau. Okay. Wenn du Wasserwechsel machst? Den mache ich, also am Anfang habe ich ihn alle Woche gemacht, gerade wegen dem hohen Phosphat. Inzwischen einmal im Monat, genau. Und das Coole daran ist, dass man halt 500 Liter einfach leer laufen lassen kann, füllt sie wieder mit Osmosewasser, braucht da eigentlich nur zwei Ventile umlegen und hat dann den Wasserwechsel erledigt. Salz rein, einmal hoch, fertig. Genau. Ja. Toll, der Traum schlechthin. Ja, lieber Martin, ich danke dir erstmal für die Führung, auch für den Technikpart. Hat mich gefreut, dass ihr da wart. Ja, ja, mich auch. Es ist, wir haben es tatsächlich, weil es doch ein bisschen, ich glaube 450 oder so, oder so um den Dreh. Schöne Fahrt, ja. Genau, wir haben natürlich das noch verknüpft mit anderen, aber es war mir halt schon auch irgendwie, also ich fühle mich jetzt auch besser, ich habe es geschafft, ich durfte auch gucken kommen und es ist wirklich ganz, ganz toll. Und sollte ich mal viel Geld haben, rufe ich dich an und sage, helfe bei der Planung von so einem Megapod. Ja, obwohl, wir kommen dazu, du hast das... Also du hast aus Geld nicht geschissen bekommen, sondern du hast das sehr wohl überlegt, das Ganze, und auch kostensparend eingerichtet. Genau, also das ist tatsächlich so, dass man einfach, wenn man guckt, dass man gerade einen günstigen Aquarienbauer findet, der das machen kann, dann auch die ganzen Materialien eben selber zusammen, also Unterbau und so weiter zusammenbaut und das aus Industriebedarf zum Beispiel nimmt, kommt man mit deutlich weniger aus, als man so üblicherweise genau, denkt. Genau, das wäre jetzt nur eine meiner wichtigen Fragen gewesen. Der Unterbau von so einem 3,5 Tonnen, wie auch immer, ist tatsächlich aus einem Aluprofil. Genau. Zeigen wir natürlich auch, wie du das gemacht hast. Ist auch, und man muss auch sagen, du hast das ja wirklich
richtig geil geplant und auch lange immer dokumentiert. Ne? Also du hast es überhaupt gar nicht eilig gehabt, das Becken schnell da irgendwie hinzustellen, sondern... Gut, das hat sich auch dadurch ergeben, dass die Bauphase deutlich länger war, ja, als wir eigentlich geplant hatten. Und so hatte ich nebenbei auch ein bisschen Zeit fürs Aquarium. Genau. Das stimmt. Und was jetzt, glaube ich, auch noch für manche interessant ist, solltet ihr mal so ein großes Becken haben, wie hoch ist dein Energiebedarf im Monat oder im Jahr? Also ich kann es jetzt noch nicht genau sagen, weil das Becken jetzt ja erst noch ein halbes Jahr etwas steht. Ich habe aber schon vorher mal zusammengerechnet, wenn so die Angaben von den Herstellern einigermaßen stimmen, sollte ich so etwa bei 11.000 Kilowattstunden pro Jahr rauskommen. Also so knapp 1.000 im Monat. Ja. Das ist für diese heftige Wasseranzahl, Literzahl eigentlich in Ordnung. Ich denke auch. Es ist halt, ne, der andere geht Drachen fliegen, der andere hat einen Stromverbrauch. Genau. Ihr lieben Leute, wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Wir freuen uns natürlich auch über den Daumen hoch und wir freuen uns auch über den ein oder anderen Kommentar. Das war es von Martin aus Diggingen mit einem 4.300 Liter Aquarium und Gesamtwasservolumen. Genau. Lieben Dank. Gerne. Bis dann. Macht's gut, Leute. Ciao.